Na gut, dann machen wir einfach nochmal weiter, wenn die Pizza im Ofen ist. In dem Loch ist kaum Platz für 6 Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Okay. Verlasse den Fort durch das Nordtor. Kann ich dann jetzt auch endlich weitermachen? Bleiben wir kurz hier. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie. Und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache. Aber für den Frieden werde ich kämpfen. Eine lobenswerte Einstellung. Kann ich jetzt auch irgendwann mal wieder ein bisschen hier Tracking betreiben? Oh, das war fast ein ganzer Technikpunkt. Ich würde sagen, wir machen gut Progress. Geht das jetzt wieder? Unentdeckter Ort während des... Ich reite nach Akashima und unterstütze unsere Heiler. Wenn wir uns wehren wollen, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima. Gut. Legendenerzähler. So, und nu? Wie, mongolisches Gebiet? Kann doch gar nicht sein. Hier läuft nichts mehr. Das ist jetzt unser Gebiet. Fürst Sakai. Ja, ich weiß, dass es hier jetzt weitergeht, aber... Fischdorf, Fischerdorf. Wir sind hier noch nicht fertig. Wie, wurde das wieder von den Mongolen geraubt? Das wäre eigentlich blöd. Weil das würde mir überhaupt nicht gut gefallen. Kann man das überhaupt machen? Also wenn es da jetzt Zuschauer gibt, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind oder die mich nicht hier still hinten dran haben und ein bisschen über das Spiel Bescheid wissen, sagt ruhig Bescheid, wenn ihr da was wisst. Nett, dass ich hier meine Zeit verplemper. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, Justin. Aber ich glaube, der hat sowieso abgeschaltet, weil er zu viel Werbung gesehen hat. Ich kann es halt nicht bestimmen. Das macht Dingsbums leider automatisch. Und willkommen zurück, Justin. Ich war jetzt mal ein bisschen AFK. Töte Gegner ohne gesehen zu werden. Das sollte eigentlich klappen. Warum sind die denn jetzt wieder drin? Das müssten doch eigentlich unsere sein.
Jawohl! Wo ist dieser Kackadler? Oh, komm schon! Rotzvieh! Immerhin wird er als Gegner gezählt. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich den Lappen da besiegt kriege. Aber der müsste doch eigentlich... Halt deinen Maul, du Arschloch. Was für ein Rotzvieh, wenn du kacke im Aim bist. Kann auch nichts machen. Nein, die sehen uns. Jetzt entspann dich doch mal. Hier drüben. So, jetzt muss ich nur noch Geiseln retten. Fürst Sakai, niemand wird je vergessen, wie ihr Fürst Shimura gerettet habt. Dank. So, wie gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Backtrack. Seid vorsichtig. Weil wir eigentlich mit dem Gebiet hier fertig sind und wir müssten eigentlich jetzt weiter hoch. Aber, wie gesagt, ich... rette die Geiseln. Mehr ist das nicht. Dreimal Kunai, das ist schon mal ganz gut. Wunderbar. Jetzt warte ich eigentlich nur noch drauf, dass meine Pizza fertig wird. Ich habe mir nämlich gerade eben 10 Minuten mal gegönnt. So, erstmal mitnehmen. Alles wird wieder gut. Erstmal den Leuten hier helfen. Das kriegen wir hin. Ja, die Frage ist, wie lange wollen wir es heute noch spielen? Geht. Wir waren heute relativ lang unterwegs in Ghost of Tsushima. Sind schon wieder 7 Videos. 14 Tage gedeckt. Ist okay, kann man mal machen. Eigentlich nur den letzten Fight, als ich meinen Onkel befreit habe gegen andere Leute. Der dicke Chef da ist entkommen. Und jetzt geht's eigentlich mit der Story Richtung weiter. Wir müssen irgendwelchen Piraten helfen, weil unser Onkel auch komische Verbindungen hat. Und ja. So die letzten Story-Geschichten aus dieser Insel. Aber ich bin hier eigentlich noch nicht fertig. Weil wie man sieht, haben wir hier nur 14 von 24 befreit. Jetzt fehlt hier nur noch eine Geisel. Die Frage ist, wo ist die denn? Von da kam ich.
da steht einer. Aber ansonsten müsst ihr eigentlich vielleicht da hinten? Das ist schon wieder so ein scheiß Adler. So ein verficktes Zinnrotzvieh. Oben ist keiner, ne? Ha, da fliegen noch die Federn. So, weg mit ihm, Rattensau. So, retten wir mal. Dann sollte der Käse auch wieder gegessen sein. Hast du doch eigentlich schon gerettet? Warum holen? Uns gerettet. Haben natürlich. Sie den Schlüssel für Gosakus Rüstung gefunden? Wegen mir können Sie den Schlüssel haben. Gosaku ist der Held eines Kindermärchens. Ihr glaubt nicht, dass es die Rüstung gibt? Natürlich nicht. Nehmt unseren Schlüssel und seht selbst, mein Herr. Muss mich konzentrieren. Gut. Kindermärchen. Befreie Aoi. Das ist doch super. Abgeschlossen. Legende erhöht. Ja, wunderbar. Super. Sowas mache ich eigentlich zwischendurch ganz gerne. Wir haben sogar 8-mal Stahl bekommen. Super. Legendenerzähler. Ja, es interessiert mich nicht, ob Legendenerzähler oder nicht. Ich will gucken. Er hat mir irgendeinen Schlüssel gegeben. Gut, was kann ich damit öffnen? Also Papiertüren im Japano-Stil sind schon geil. Also wenn ich mir jeweils mein Haus bauen sollte, dann werde ich es genau so machen. So ein asiatisches Ambiente. Einfach nur um den Jan zu ärgern. Psst. So, next one. Hierhin. Hier war ich doch schon. Muss ich noch mal hin? Oder? Scheinbar nicht. Aber hier sind die Wiesen wieder saftig grün. Ich habe zwar noch Beefy Karatze und alles hier, aber ich habe Hunger auf was Richtiges, dementsprechend. Zum Glück hat mein Mini-Ofen einen Timer. Von oben! Was ist denn das für eine Bonus-Herausforderung? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Frage ist nur, wie kriege ich denn das am besten hin? Nein. So. So, wollen wir mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Da haben wir doch schon mal jemanden.
So, wunderbar. Warte mal, von oben. Ich muss ihn nur besiegen. Ich muss ja dieses Dingsbums nicht machen, ne? Das müsste doch eigentlich... Oh, Kacke. Hab's verschissen, okay. Du blöder Hund! Klappte. Dass sie auch sofort anfangen, die Geiseln zu killen. Da machen wir es halt so. Bleib stehen, du Lümmel! Der Hund haut lieber ab. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so feige ist. Erst angreifen und dann abhauen. Außer irgendwie Chihuahuas oder so. Aber ich weigere mich, diese Fußhupenhunde zu nennen. Darum habe ich gebetet. Geht. Ratte mit Fell. Entschuldigung, aber... Besiege... Ich habe doch eben ein... Nee, da sind zu viele. Wenn ich da einen abknalle, wird sofort entdeckt. Chihuahuas, keine Ahnung, wie man die schreibt. Sie sind umgebaut. Sag ich doch, Ratten mit Fell. Oh, komm schon! Ich war fast so weit, es einfach nochmal von vorne zu versuchen, weil ich einfach so extrem geschissen habe. Ganz kurz nach meiner Pizza im Ofen gucken. Gucken, ob die noch braucht. Geht. Gebt auf euch acht. So, 10 Minuten gebe ich dir noch, damit die richtig schön und der Käse geil wird. Super. Eine Geisel fehlt noch. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich eher da hinten. Und da kam ich ja theoretisch. Wie? Hier lebt noch jemand.
So haben wir nicht gewettet. Vielleicht kriege ich es ja noch hin. Man sieht drei Gegner von oben, ohne gesehen zu werden. Könnte ich was machen? Das hat also nicht gezählt. Oh, wie gemein ist das denn? Da ein drauf geschissen. Ist mir egal. Na komm, hier muss doch noch irgendwo einer rumeiern. Will zwar nicht sagen, der hat's nicht anders verdient, aber komm schon. Schwarzpulverbombe. So, dann retten wir den auch noch. So, Ruhe mit dir. Super. Bald seid ihr frei. Ich dachte, die Mongolen schlagen uns die Köpfe ab, mein Herr. Die Mongolen suchen die Rüstung eines Helden namens Gosaku. Nehmt diesen Schlüssel. Ihr verdient es, sie zu tragen. Ich lasse die Mongolen nicht zu Gosakus Vermächtnis. Aha. Wenn jetzt also ganz viele Rüstungen haben. Fischerdorf Ohama. Wunderbar. Also ist jetzt kein Story-Fortschritt. Das ist jetzt wirklich Backtracking, aber ist halt so. So ist es. Wenn es euch weiterhin nicht passt, wir haben es, glaube ich, wie gesagt, eine von drei Gebieten sind wir soweit durch. Der Rest ist jetzt nur noch Fill-Arbeit. Aber ich bin gerade, ich bin einfach im Game. Also von daher müssen wir mal gucken. Rüstungsschmiedin. Jawohl, zu der Dame gehe ich. Die kann mir bestimmt helfen. Ja. Ein Boxgame zu wechseln. Nach meiner Pizza natürlich. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht, Ladies. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, oui, la chérie. Oui, oui. Damit seid ihr sicher. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserung. Vorräte brauche ich. Warte mal, irgendwo war doch noch ein Geschenkaltar. Hier, da. Da will ich nochmal hin. Was hast du zu erzählen, alter Mann? Na gut, so alt bist du gar nicht. Viele halten sie für einen Mythos, aber die Kappa sind real. Kappa? Dämonen, mein Herr. Sie wurden an einer Fischerhütte in Akashima gesehen. Dämonen? Oder Menschen? Das sehe ich mir selbst an. Die Kappa. Ja, so wie zum Thema, weiß nicht, was Kappa ist. Doch, aber ich weiß nur nicht, was die Chat-Leute da immer mit Kappa meinen. Oha. Rachsüchtiger Fürst. Diebestuch. Schnee von Kaba, wie Mama, Schalai. Ja, ich habe ganz viel bekommen. Mag sein.
Ich fürchte nur, Kappa in einem Fischerdorf. Aha. Das Phantom von Yarikawas Rache ist zurückgekehrt, mein Herr. Es tötet Menschen in den alten Ruinen. Dieses Phantom sagt mir nichts. Sicher, dass es nicht die Mongolen sind? Ihr kennt die Legende von Fürst Yarikawas letztem Fluch nicht? Der Musikant Yamato erzählt sie besser als jeder andere. Er ist in der Nähe von Alt-Yarikawa. Ich suche ihn auf und gehe dem auf den Grund. Wer tötet da Menschen? Mal gucken, vielleicht kann der mir... Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Spiegelblank poliert. Verzeiht. Danke. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Boah, ich brauche Vorräte. Aber ich habe jetzt ein paar Sachen abgegradet. Das ist gut. So, die Frage ist jetzt nur, wo sehe ich denn diese benötigte Banner, um einen neuen Sattel zu verdienen? Ja, die interessieren mich eigentlich relativ wenig. Den Frieden einer Mutter. Masoge wurde zu Pferd auf dem Schlag Komoda gesehen. Okay, also hier sind wir noch gar nicht weit. 16 von 24, das ist doch schon mal gut. Ansonsten sieht die Karte eigentlich akzeptabel aus. Machen wir hier das nochmal. Ja, ich weiß, es gefällt dir nicht, Justin, weil jetzt wird es halt ein bisschen langweilig, weil wir immer noch am Nacharbeiten sind. Aber auf der anderen Seite geht's eigentlich, finde ich. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit nur am Schwätzen sind, sondern wir nehmen eine Mongolen-Bars nach der anderen auseinander. Was okay ist. Ich hoffe nur, dass das dauerhaft bleibt. Und nicht, dass der Geschichtsprogress wieder nach unten geht. Ja, tut mir leid, das war jetzt ein bisschen viel. Töte Gegner unbemerkt ohne fokussiertes Hören. Ja, das machen wir die ganze Zeit schon. Ah. Oh, ihr gemeinen Ratten. Das ist ja mies. Das ist aber eine coole Herausforderung. Die ist machbar. Das bedeutet, wenn ich einen Gegner gekillt habe, darf ich nicht nochmal das fokussierte Hören einsetzen. Ich verstehe. Ist soweit verständlich. Oh, fuck. Oh, ist das mies. Der hat mich gesehen und dann wurde der Zähler resettet. Oh, wie gemein. Ihr müsst mir helfen. Jetzt heul mal nicht rum. Ich bin doch da. Stillhalten. So, das machen wir jetzt noch. Habt Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Das bedeutet, ohne fokussiertes Hören. Sprich, ich muss mich jetzt ein bisschen Mühe geben und muss gucken, ob ich es nur mit meinen Augen entdecke. Natürlich eine coole Herausforderung. Ich darf aber nicht gesehen werden, sonst wird der Zähler resettet.
Da habe ich doch schon mein erstes Opfer. Hoffentlich auch mein letztes. Jetzt besser? Nein, natürlich nicht. Na komm her. Alles wird wieder gut. Super. Ich hatte so viel Glück. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Blutbenetzt. Erstmal sauer machen hier. So. Wo ist denn noch einer? Hier muss doch irgendwo noch was sein. Wette mit dir, das ist hier. Sag mal, bin ich zu blöd oder was? Das sieht doch danach aus. So. Getroffen. Mehr Glück als Verstand, weil geplant war das nicht. Sausack. Ja, ist ja gut. So. Wunderbar. Ich werde euch nie vergessen. Geht. Gebt auf euch acht. Müsste doch jetzt eigentlich Red to go sein. Geil. So, nächste Fischerdorf befreit. Supi dupi. Bonusziel abgeschlossen. Legende erhöht. Geilo Milo. Guck mal, wie die Leute friedlich angeln. Ja, natürlich. Okay, das ist goldig. Das ist sweet. Das ist wirklich... Na komm, Sora. Okay, das ist lustig. Das war eine coole Szene. So, ja. Entschuldigung, ich hab dir die Fische verscheucht. Ich wollte mich eigentlich schon ein bisschen waschen. Genauso wie die Boys da. So, ich würde sagen, wir speichern mal. Ja, überschreiben, sonst hätte ich es nicht angeklickt. Danke. So. YouTube. Macht's gut, war cool. Bis zum nächsten Part. Tschüss.